Ich grüße euch und herzlich willkommen heute mit dem Hotfix 5.1.1 für Total Warhammer 3. Und ich habe wieder einige wichtige Sachen rausmarkiert, die ich jetzt zusammen mit euch durchgehen werde. Ich habe jetzt also belanglose Sachen, so kleine Sachen, die habe ich jetzt mal weggelassen, wie zum Beispiel, dass Einheiten falsche Farben hatten oder dass irgendwelche Waffen nicht richtig gerendert worden sind und so weiter. Das habe ich jetzt mal rausgelassen. Und so das Wichtigste rausmarkiert und das gehe ich jetzt zusammen mit euch einmal kurz durch. Warhammer 40k Space Marine 2 ist das nächste große Warhammer-Ding. Er lebt mit einer großen Waffenauswahl und einer exzellenten Grafik an der actiongeladenen Story-Kampagne. Die Kampagne könnt ihr auch zu dritt im Koop erleben und zusätzlich gibt es noch einen 6 gegen 6 Team-Multiplayer-Modus. Alle drei Editionen gibt es bei meinem Partner Moga und ich bedanke mich an dieser Stelle für den Support. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. We are Space Marines. Also, es wurde ein Problem behoben, bei dem Vasallen nach dem Neuladen eines Speicherstands kein Einkommen lieferten. Vasallen sorgen nun wie vorgesehen für Einkommen. Verzögerungen in Matchmaking-Lobbys behoben und die Unfähigkeit, Zauberlehren nach dem Festlegen von Fraktionen zu ändern, wurde behoben. Übrigens, das oben mit dem Einkommen, das freut mich sehr. Ja, ich spiele gerade den Kollex-Sonnenfresser. Chaoskrieger bekommen wieder mehr Einkommen. Aber sollte eigentlich nicht sein, ja. Wir machen weiter. Der Schaden der panzerbrechenden Geschosse von Stegadons wurde wie ursprünglich vorgesehen von 150 auf 350 erhöht. Problem behoben, bei dem legendäre Helden nicht spawnen, wenn die Hauptstadt ihrer Fraktion belagert wurde, was dazu führte, dass sie in einer bestimmten Kampagne verloren. Also eure Hauptstadt wird belagert und euer legendärer Held, der verwundet worden ist, der sollte jetzt eigentlich wiederkommen, aber der kommt nicht wieder, weil die Hauptstadt belagert worden ist, beziehungsweise belagert wird. Ist natürlich dann auch sehr ärgerlich. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Boris Todbringer einige Fertigkeiten in seinem Fertigkeitsbaum fehlten. Sowas hatten wir leider schon oft, ja, gerade mit den Skillbäumen. Das ist leider eine Schwäche von Total Warhammer 3. Darf meiner Ansicht nach nicht passieren. Problem behoben, bei dem der Gegenstand verfluchter Yeti-Kieferknochen den Schaden panzerbrechender Geschosse nicht veränderte. Jetzt kommen wir zu etwas Wichtigem. Die Mentorfertigkeit wurde von den legendären Helden entfernt, die sie besaßen. Dies war in den meisten Fällen irreführend, wenn andere Helden Erfahrung sammelten, zum Beispiel würde Seitang der Wächter Tormeister Heldenerfahrung geben. In einigen Fällen gab es keine Charaktere, die man Erfahrung geben konnte. Dies macht es nun für alle legendären Helden einheitlich, da einige diese Fähigkeit nicht hatten. Mein Kommentar dazu ist, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich hoffe, die legendären Helden, die haben trotzdem genug Skills, wo auch genug Skillpunkte verteilt werden können. Ja. Denn es gibt ja einige normale Helden, die haben leider zu wenig Skills für Level 50 Skillpunkte. Das ist dann natürlich immer sehr ärgerlich. So, wir machen weiter. Problem behoben, bei dem der Zähler vom Book of Nuggets im Mehrspielermodus falsche Werte anzeigt. Leichtes Hängenbleiben beim Öffnen von Multiplayer-Kampagnen oder Schlachten behoben, wenn der Spieler viele Multiplayer-Spielstände hatte. Auch sehr sinnvoll. Die Imperium-Technologie Schutz des Patriarchen wendet den Schutzbonus jetzt auch auf Kampfzauberer an, die Teil von Garnison sind. Praktisch. Die Waldelfen-Technologie Wukong der Zerreißer betrifft jetzt auch die Enigmas of Gaiwan. Das sind die legendären Zords. Dann jetzt etwas für die Vampirfürsten. Die Gebäude Altdorfer College of Forbidden Magic und Altdorfer Konklave of Forbidden Magic für Vampirfürsten ermöglichen jetzt die Rekrutierung der Einheiten Mortis Engine und Terrorgeist. Also wenn ihr Vampirfürsten spielt, ab nach Altdorf. So, die nächsten beiden, die wollt ihr eigentlich gar nicht markieren, weil da geht es wieder nur um Tooltips. Na, ihr könnt das hier ja selber trotzdem kurz durchlesen. Aber es ist eigentlich nichts Wichtiges. Ich mache jetzt mal weiter. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Auswahl von Gothic nach Felix dazu führte, dass die leeren Ruhmplätze auf Gothic verschwanden. Darf natürlich auch nicht sein.
wurde ein Problem im Multiplayer-Kampagne behoben, bei dem nach Abschluss der Mission zur Eroberung von Karanak das Dilemma für den Spieler auftrat und nicht nur für den Spieler, der die Mission abschloss. Gut, dass es behoben ist. Einheiten-Upgrades, wie zum Beispiel die Waldelfen-Aspekt-Upgrades, werden jetzt in einer einheitlichen Reihenfolge angezeigt. Das UI-Panel der gegnerischen Skaven-Unterstände verschwindet nicht mehr außerhalb des Bildschirms, wenn mehrere Einträge vorhanden sind. Das heißt, es ging dann zu weit nach unten, also das war dann außerhalb des Bildschirms. Den Bug gab es auch mal bei den schwarzen Archen. Na, das war dann eben halt einfach, also dieses Overlay, das UI-Overlay, also die Auswahl, die ging halt zu weit nach unten und dadurch konnte man dann nicht mehr alles auswählen zum Bauen. Die Kostenanforderungen werden jetzt nicht mehr für die Hordengebäude angezeigt, die sie bereits gebaut haben. Das finde ich eigentlich schade, dass sie das wieder entfernt haben. Ich fand das eigentlich ganz praktisch, ja. Gerade bei mir in meiner Collect-Kampagne. Aber gut, schade. Die Fähigkeit Warpstone Detonation of Doomflare-Charaktere in Ickets Workshop sprengt Ziele nicht mehr fälschlicherweise mit der Kill-Sylph, also der Warpstone Detonation Armee-Fähigkeit, wodurch der Benutzer sofort stirbt. Ist natürlich sehr unangenehm, dieser Bug. Dennoch sehr lore-friendly, muss ich sagen. Ja? Also das passt zu den Skaven. Ein Materialfehler für Malekit auf Seraphons wurde behoben, der unsichtbare Flügel verursacht. Ja. Malekiths Drache mit unsichtbaren Flügeln. Er hat es noch nicht gesehen. So, dann ein Debuff für Karanak. Und zwar Beute des Blutgottes. Schaden pro Tick wurde reduziert von 67 auf 33. Und maximale Anzahl der Verwendungen unendlich. Nicht mehr, sondern jetzt nur noch dreimal. Karanak sollte neben seinem Netz ungefähr die Wirkung eines Geisterblutsaugers erzielen. Derzeit ist sein Schaden pro Tick identisch mit dem von Geisterraub, aber er hält doppelt so lange an. Wir haben dies normalisiert, schreiben sie hier. Also für mich ist das beides ein Debuff, ja. Bei den Waldelfen gibt es diese Deepwood Scouts und davon gibt es ein Regiments of Wainon Regiment. Also Deepwood Scouts, das sind ja die Kundschafter. Und da wurde der Bereich und der Kalibrierabstand wurde reduziert. Ja, das betrifft hier aber nur die Regiments of Wainon Version, also die normalen Kundschafter, die sind davon nicht betroffen. Und für den Kriegsschrein des Siege gibt es eine Änderung. Geber Arkan Roms pro Sekunde erzeugte Reservewinde bei maximaler Intensität wurde jetzt erhöht von 0,2 auf 0,15. Der Windregenerations- und Reservebonus gilt nur für den Schrein selbst. Und jetzt in Klammern, die Boni auf Winde werden nicht mehr basierend auf der Anzahl der Einheiten in der Nähe multipliziert. Der Meisterschaftsbonus gilt weiterhin für alle Verbündeten in der Nähe. Ich lese das jetzt doch mal ganz durch. Während die dunklen Götter wankelmütig sind, war der Spielplan, den wir gesehen haben, dass die Spieler ihre eigenen Einheiten mit Wirbeln auslöschen, um eine ultraschnelle, unendliche Mana-Energie anzukurbeln, nicht ganz beabsichtigt. Die Absicht ist, dass ihr Schrein selbst ein Generator ist, so wie auch bei den anderen drei Schreinen oder beziehungsweise vier Schreinen, der umgeteilte, der existiert ja auch noch, der durch in die Nähe befindliche Tode mit Strom versorgt wird und nicht, dass in der Nähe befindliche Einheiten selbst zu Generatoren werden, was den Gewinn um ein Vielfaches vervielfältigt. Halten Sie Ihre Zauberer in der Nähe und Ihre Streitkräfte in der Nähe, aber nicht so nah. Also der funktionierte nicht so wie gewollt und deswegen hat man den jetzt eben halt geändert. Ob der jetzt besser oder schlechter ist, das kann ich jetzt hier so nicht beurteilen. Müsste man mal genau testen. Dann für die Modder gibt es eine Skriptdokumentation für Modder, einschließlich der Dokumentation der Modellhierarchie. Hier steht doch, wo man das findet. Und die Karte Bordeloo Landing ist wieder entfernt worden. Die ist nicht so ganz richtig implementiert worden.
Aber sie wird mit einem zukünftigen Update wiederkommen. Sobald der richtige Ersteller sie gefixt hat. Gut. Ja, das hier unten, das steht immer da, ja, wegen der Modwarnung und so weiter. Und Spieldateien kann man natürlich auch überprüfen, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Das ich in letzter Zeit sehr häufig machen muss in unserer Multiplayer-Kampagne. Also, das war mal anders übrigens, ja. Gut, damit bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst auch gerne ein Like und ein Abo, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.